Hey ho, Craft Attack Freunde, herzlich willkommen zu Craft Attack. Ja, ich muss das Ganze nachkommentieren, weil es ein blödes Windows Update gab und dann sind die ganzen Einstellungen am Arsch gewesen. Ihr seht, ich habe 200 Level und diese 200 Level, die will ich in der heutigen Folge verzaubern. Und ja. Dazu könnte man ruhig mal klatschen, ne, dass ich 200 Level in Survival Minecraft geschafft habe. Ist ja mit der Pigment-Farm überhaupt kein Problem. Allerdings wollte ich mich jetzt gerade nochmal einfach kurz aufregen über scheiß Windows. Also, ich habe bis jetzt noch nie Probleme gehabt. Absolut nie. Und dann kommt irgend so ein dreckiges Update. Und ich installiere das. PC startet neu. Dann geht mein dritter Bildschirm nach dem Update nicht mehr. Vor dem Update ging er. Und dann dachte ich die ganze Zeit, okay, irgendeine Einstellung falsch. Nee, plötzlich hat er, also er hat den alles erkannt. Er hat das komplette, der PC hat erkannt, da ist ein dritter Bildschirm. Und der dritte Bildschirm funktioniert auch, aber es, die Funktion, er hat kein Desktop-Bild mehr angezeigt. Er hat den Startbildschirm angezeigt und dann kein Desktop mehr. Gut, dann dachte ich, es sind irgendwelche Einstellungen falsch. Nein, es war das Kabel schuld. Ich habe das Kabel ausgetauscht und plötzlich geht wieder alles. Das war total unlogisch. Während ihr mich hier gerade verzaubern seht, ich habe einfach alles auf Level 30 verzaubert. Und ja, ist nichts Besonderes. Aber ich hasse es, wenn es Updates gibt, welches die kompletten Einstellungen von deinen ganzen Programmen zurücksetzt. Warum, Windows? Warum? Ich verstehe es nicht. Nee. Ich habe es absolut nicht verstanden. Und das war so ein Ding für mich, wo ich dachte, ey, ohne Witz. Ohne Witz, es geht überhaupt nicht. Und dann habe ich ein bisschen Minecraft halt gezockt, um die 200 Level zu kriegen. Hab gedacht, gut, jetzt hast du die 200 Level, jetzt machst du ein Video. Ja, und dann, ratet mal, was dann passiert ist. Ja, ne? Mein Aufnahmeprogramm, die ganzen Einstellungen zurückgesetzt. Deswegen habe ich das Video aufgenommen ohne Sound. Deswegen habt ihr auch gerade keine Minecraft-Sounds, sondern nur meine kackbehinderte Stimme, die sich wieder über alles aufregt. Und ich weiß echt nicht, also ich weiß wirklich nicht, wo das alles noch enden soll. Dieses scheiß Computer-Technik-Gedöns. Ah! Wisst ihr, nee, ich liebe Technik, ich liebe meinen PC, ich liebe alles, aber ich liebe die Tatsachen, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt und einfach seine gewohnte Arbeit nachgehen möchte und einfach nur jetzt dann einfach starten möchte, ein Thumbnail machen möchte, ein Video aufnehmen möchte und du startest den PC und es geht gar nichts mehr. Das hasse ich so, wenn du irgendwas machen möchtest. Und es kommt immer irgendwas dazwischen. Das ist das Schlimmste, was euch passieren kann. Das ist das Allerschlimmste. Da könnte ich ausrasten. Wenn du einen Plan hast, das will ich machen. Und dann kommt eine höhere Macht und sagt, nee, jetzt machen wir, dass das Kabel nicht funktioniert. Und jetzt machen wir, dass der Bildschirm nicht funktioniert. Oh, und wir stellen alle Einstellungen zurück. Leute, ich bin so am Ausrasten gewesen. Aber dann kam mein Motto wieder zum Einsatz. Niemals aufgeben. Ich habe alles probiert, damit das wieder funktioniert. Ne? Habe dann erstmal die Steckdosenleiste ausgemacht. Ja, dann hatte ich Stromausfall in der kompletten Wohnung. Dann habe ich irgendwo meine Taschenlampe suchen müssen. Dann bin ich zum Sicherungskasten, habe wieder alles angemacht. Dann dachte ich, okay, vielleicht ist es alles zurückgesetzt und mein dritter Bildschirm geht wieder. Nein, hat nicht funktioniert. Dann bin ich hin, habe das HDMI-Kabel ausgetauscht und es hat funktioniert. Und oh, dann konnte ich endlich das machen, was ihr hier in dem Video seht. Ich habe verzaubert alle möglichen Bücher und so weiter und so fort. Und ja, tut mir leid, falls diese Folge jetzt einfach zu chaotisch ist. Ich möchte jetzt nicht unbedingt, alles Mögliche da kommentieren, weil der Live-Kommentar ist eigentlich besser als nachkommentiert. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle hier mich verabschieden und hier euch richtig coole Musik einblenden bis zum Abschluss und dann einfach sagen, macht's gut und tschüss.